Dort gehen wir in einen Prozess mit den Mitarbeitenden der Hausleitung, aber auch den betroffenen Kommunen und Dekanatsbezirken rundherum, um zu untersuchen, welche Möglichkeiten gibt es. Klar ist, dass wirklich zum 1. Januar 2026 keine Gelder mehr aus der Landeskirche dorthin fließen werden, aber wir werden die Mitarbeitenden dort, die wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben, hohe Qualitätsstandards gesetzt haben, herzlich gastgebend waren, im besten Sinne des Wortes, nicht allein lassen. Wir wollen unbedingt, dass die gut unterkommen bzw. andere Angebote kommen.